Wir haben beide ein Klavier zu Hause, ein kleines Klavier, weil wir wohnen in Amsterdam, also wir haben nicht eine riesige Wohnung. Und da proben wir alleine. Und bei unseren Eltern zu Hause stehen auch noch zwei Klavieren. Aber die stehen beieinander, sodass wir für zwei Klavieren üben können. Ich denke, eigentlich ist 90 oder 95% wirklich, dass wir alleine Probe machen. Also wir haben immer diese Einstellung, dass wir eigentlich nur beieinander kommen können und arbeiten können an die Stücke, wenn wir unsere eigene Partei für 100% können. Also wir glauben nicht, dass es funktioniert, wenn man seine eigene Partei 90% kennt und dann schon redet über Interpretation oder wie man das Stück spielen soll. Nein, erst muss man es perfekt spielen können und dann kann man reden über leiser oder lauter oder langsamer oder schneller. Also, und wenn wir dann zusammen spielen und proben, dann reden wir eigentlich auch nicht super viel. Wir spielen einfach und versuchen zu bemerken, was der andere will, und dann versuchen wir irgendwo einander zu treffen. Und bei jeder Not muss man sich anpassen und muss man den anderen anhören und muss man versuchen, zusammen zu spielen. Und wenn man dann beide das macht, dann gelingt es manchmal. Also, ja, Familien ist für uns sehr wichtig und wir sind in einer sehr schönen und wärmen Familien aufgewachsen, wo immer super viel Liebe war, sehr, sehr viel Musik. Eigentlich seit Junge habe ich das Glück, dass ich zusammen mit meinem Bruder Klavier spielen darf. Jeden Tag genießen wir davon und sind wir dankbar, dass wir zusammen Musik machen dürfen. Ich bin der Ältere, ich bin Lukas, also ich habe angefangen und bei mich war es eigentlich, ja, war sehr klar. Ich habe kein anderes Instrument überwogen, sozusagen, überhaupt nicht. Und Arthur ist dann 3 Jahre später angefangen und er hat noch ein bisschen gezweifelt zwischen Geige oder Klavier, aber letztendlich hat das auch nicht super lange gedauert. Das hat, denke ich, einige Tage hat er gezweifelt, aber danach ist er auch völlig für den Klavier gegangen. Also Aber nach dem Abitur ist Lukas nach Amerika gegangen, danach noch nach Spanien und da hat er andere Lehrer gehabt wie ich. Ich bin immer in Amsterdam geblieben. Also da gibt es ein bisschen Unterschied. von Anfang an sind wir immer natürlich ein bisschen unterschiedlich gewesen. Das sind zwei verschiedene Personen mit verschiedener Identität. Also unabhängig von den Lehrer oder Lehrerinnen waren wir schon unterschiedlich. Viele Leute haben in dieser Periode, dass wir nicht zusammen studiert haben, auch ein bisschen Angst gehabt und das Gleiche gesagt, ja, geht das, wenn die wieder zusammenkommen, ist das dann nicht schwierig. Und, aber für uns haben wir das eigentlich nie so gefühlt. Vielleicht, dass ich kurz eine andere Stilart habe, wie Arthur, ein bisschen anders. Zum Beispiel, wenn ich in Madrid studiert habe mit Dimitri Baschkirov, das war ein russischer Lehrer. Der konnte ziemlich hart sein auch. Und der war super in dem russischen Repertoire, der war vor einem großen Klang. Es kann sein, dass ich in dieser Periode vielleicht etwas stärker und kräftiger gespielt habe. Aber wir haben zum Beispiel beide bei Marie-Joao Pires studiert. Wir haben beide von Jan Wijn Unterricht gehabt. Das ist ein holländischer Lehrer. Also es gibt auch ähnliche Lehrer. Aber letztendlich sind wir immer, wenn wir zusammen gespielt haben, auch wieder nacheinander zubewogen. Das machen wir noch immer. Also ich denke, dass wir nur besser geworden sind, auch in dieser Unterschiedlichkeit. Aber wenn wir beieinander sind, wir spielen zusammen, dann ja, ist das für uns überhaupt keine Mühe oder ein Aufwand, um wieder die Eins zu spielen oder zu bekommen. Ich glaube, es wird schwierig, wenn man sich nicht mehr anpasst. Aber wenn man sich anpasst, wenn man zusammenspielt, ist es, denke ich, nur gut, wenn man unterschiedlich ist. Weil anders wird es langweilig. Es ist gut und erfrischend, wenn beide eine Interpretation haben und dann inmitten beieinander kommen. Also es ist eigentlich nur erfrischend. Aber nur, wenn man sich anpasst. Anders ist es dramatisch. Der folgende Lied einfach wieder geht und jetzt ist er sehr natürlich. Ich denke, das Duo steht doch mehr zentral am Moment. Ich denke, dass wir uns da auch wirklich unterscheiden können. Wir fühlen, dass wir da etwas bringen können, was es
vielleicht am Moment nicht so viel gibt. So wie es geht, geht's gut. Und ja, wir genießen den Weg, ja.